So, moin, moin, ihr Lieben. Wir haben Dienstagmorgen. Am Freitag geht die Bundesliga los um 20.30 Uhr. FC Bayern München gegen die TSG aus Hoffenheim. Das heißt, die Zeit wird verdammt knapp. Es gibt nicht mehr viel zu tun. Alle Testspiele sind gelaufen, soweit heute Abend nochmal Dortmund. Da würde ich nochmal genau drauf schauen. Ich finde, es gibt da sehr, sehr interessante Informationen. Vor allem für mich als Sabitzer-Besitzer. Man kann natürlich noch total gespannt sein, was so auf der Zugangsseite geht. Bisher ging in der Bundesliga nicht wahnsinnig viel an der Stelle. Trotzdem sind viele Entscheidungen schon getroffen. Wir haben einen Haufen Testspiele gesehen und ihr seht es schon am Thumbnail. Die Frage ist, ich habe 4 Runden lang das Spiel gemacht, dass ich eure Wintertransfers mache. Das heißt, ihr habt eure Teams unter dem Video gepostet. Ihr konntet abstimmen, welche Teams interessieren euch am meisten. Und die Top 3 habe ich dann ordentlich analysiert. Und ich habe mir vorgenommen, noch eine 5. Runde, eine abschließende Runde zu machen. Ich finde, 5 Runden machen das Ganze irgendwie gewiss rund. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht genau, wann ich das Timeslot habe, um das Ganze so fertig zu machen, dass ich die Analyse mache, dass ich das Video mache, dass ich einen Schnitt mache, dass ich einen Upload mache und dass alles am Freitagabend vor 19 Uhr dann online ist, weil ab 19 Uhr starte ich den Livestream, wo ich nochmal eine Live-Beratung mit euch mache, wo wir uns gegenseitig beraten können, wo wir sozusagen den Countdown auf den Spieltag gemeinsam erleben können. Deswegen kann ich dieses Mal keine Deadline geben, wann ich die Likes nehmen werde, um die Bewertung durchzugehen. Aber ich denke mal, ja, irgendwann Donnerstagabend wahrscheinlich, beziehungsweise eher am Freitag im Laufe des Tages werde ich mich da dran setzen und diese Arbeit machen. Also von dem her noch ein letztes Mal, ein allerletztes Mal feuerfrei an euch. Postet eure Teams drunter und bewertet auf jeden Fall die Teams der anderen, die Teams, die euch interessieren, die Teams, wo ihr sagt, da stecken Spieler drin, zu denen ihr gerne nochmal eine genauere Analyse hättet. Ansonsten, für alle, die nicht rangekommen sind, für alle, die keine Zeit für den Livestream haben, ich werde heute nochmal eine Videoreihe starten, wo ich alle Positionen einzeln nochmal durchgehen werde. Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Und die Besonderheit in diesem Jahr, ich werde auch auf die Torhüter eingehen, weil bei den Torhütern gab es Kombinationen dieses Jahr von vielen Leuten, die sich als schwierig herausgestellt haben. Und es gibt eine Exit-Strategie, die will ich mal ganz kurz zeigen. Und es gibt weiterhin viele Fehler, viele falsche Annahmen, glaube ich, die man haben kann für die Rückrunde. Von dem her werde ich dieses Jahr als Position auch die Torhüter mit dazu nehmen. Eigentlich bei Wintertransfers völlig außer vor zu lassen, weil jeder hoffentlich eigentlich einen Stammtorhüter, einen zweiten Torhüter und einen dritten Torhüter drin hatte. Dieses Jahr sieht das auf jeden Fall anders aus. Von dem her wird es die Kategorie Torhüter auch noch mal extra geben. Aber das startet heute im Laufe des Tages. Ich denke mal, heute kommt noch Tor und Abwehr, wird hochgeladen. Morgen dann Mittelfeld und Sturm. Am Donnerstag haben wir dann das Warm-up. Am Freitag irgendwann noch die Aufstellungsvideos plus mein Bewertungsvideo plus der Livestream. Ihr seht, ich baller die Woche nochmal voll, bis wir endlich in die Bundesliga starten und dann wieder durch Fußball verwöhnt werden. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.